Hi Leute, herzlich willkommen zu Power Wash. Wir machen jetzt mal wieder eine Folge seit einer kurzen Zeit. Wir hatten halt viel zu tun, ne? Weihnachten und dann ist noch der Livestream dazwischen gekommen und ja, deswegen machen wir es heute mit Genau. der Mine. Hi, Leute. Die ist mal wieder dabei. Ja, wir putzen dann unser Baumhaus weiter, ne? Das wird ja ein bisschen was. Ja, du hast ordentlich was zu tun. Bis das sauber ist. Und ja, dann mal viel Spaß. Und natürlich noch, weil ihr das ja schön gewohnt seid, herzlich willkommen an die neuen Abonnenten. Genau, herzlich willkommen in unserer Community. Wir haben jetzt 20. Oh, endlich. Ich habe das letzte Video zwar noch nicht hochgeladen. Da steht, also wenn ihr das jetzt seht, habe ich es hochgeladen. Aber bei der Aufnahme jetzt hier habe ich es noch nicht hochgeladen. Da habe ich gesagt, das sind noch 19. Ja, damit habe ich halt nicht gerechnet, dass es in der Zeit aber schon einer hochgeht. Ein Abonnent. Deswegen, ich habe meine 20, das Jahresziel ist erfüllt. Und Wir dann. hätten nichts natürlich dagegen, wenn noch mehr. Ach Gott, da kann noch mehr von mir aus Bitte, noch ganz, bitte. ganz viele kommen. Und bitte keiner mehr gehen. Ja, genau. Und wie Müssen wir uns gesagt, anstrengen. genau, demnächst müssen dann immer sagen, was wir also, wie gesagt, spielen wollen. Powerwash, es geht ja auch irgendwann zu Ende. Ja, Dass wir ne? uns das mal angucken können, ob wir dann halt nach Powerwash dieses Let's Play ein neues anfangen. Ansonsten sehen wir ja täglich nur noch ein Video. Das wäre ja scheiße. Auf gut Deutsch. Ding. Knaller hat gesagt. Scheiße. Ja, und mal schauen, ne? Was wir dann so noch Deswegen machen. schön schreiben, was. Wie gesagt, wir haben so viele Spiele und notfalls kaufen wir sie auch, wenn es gescheite Spiele natürlich Ja, sind. ich habe ja gesagt, wie ich auch schon vorher gesagt habe, uns muss das gefallen auch. Weil wenn wir keinen Spaß an einem Video haben, bringt das euch nichts. Weil, jo. Wir macht dann einfach gefallen, ne? Also ist ja klar. Also, wenn wir da keinen Spaß dran haben an so einem Video und wir hocken da nur so, ja, und das und dann machen wir das und dann tun wir das. Jo. Ich hab gesehen, weil darauf hätte ich mal Bock auf so ein geiles Survival-Spiel. Oh ja, da hätte ich auch Bock drauf. Bei ein paar Let's Playern. Das war, glaube ich, bei Kreisverkehr. Die machen, ist Wir schwer, den. grüßen dich. Genau, wir grüßen dich und schaut mal schön bei ihm vorbei. Hat coole Videos. Und ich will ihm jetzt nichts nachmachen, aber das Spiel hat mir gefallen. Ich fand es interessant. Dieses Icarus. Icarus. Icarus, das ist, glaube ich, ein Survival-Game. Also genau habe ich mich noch nicht drüber nachgeprüft. Also ich habe es mir mal mit angeguckt, wenn er Livestreams macht. Aber ja, würde mich mal interessieren. Da schreibt mal in die Ja, also Kommentare, ob ihr so. das sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, da hat ja schon einer ein Let's Play von ihm gemacht, ist ja langweilig. So ein Und wenn nicht, Livestream, oder ihr genau. wisst bessere Survival-Games. Also Green Hell hätte ich. Das könnte Ja. mal A zocken. Oder ja, Raft, das ist jetzt Ansonsten. Raft, das ist jetzt weiß nicht so ein Survival Game, wo ich meine, aber es ist auch mit zum, es gehört glaube ich auch mit zur Survival Klasse. Ja, gehört dazu. Aber es gibt ja so viele Spiele, wo mir vielleicht gar nicht kenne. Deswegen. Deswegen haut raus, macht Kommentar drunter. So auf ein geiles Survival Let's Play hätte ich Bock. Ja, das wäre was. Wie gesagt, es gibt ja auch noch The Forest, das ist ja Survival in dem Ja, Sinne. Son, es gibt glaube ich ein neues für Forest. Echt? Ja, Sons of Forest oder irgendwie so heißt das. Okay. Gibt's den ganz nice. Wie gesagt, Kommentar drunter hauen, dann ja, machen wir gerne Rückmeldung. Ich meine, wir tun eh alle Kommentare beantworten. Also schreibt, schreibt, schreibt. Ja, noch. Noch, natürlich, wenn du keine Ahnung, wie viele Wenn Kommentare nicht nur. irgendwann einmal sein sollte, dass wir viele Abos haben und täglich 20, 30.000 Kommentare kriegen, dauert das eine Zeit lang, bis ich zurückschreiben kann. Aber wir werden es definitiv machen. Ja, das sowieso, aber Es geht halt nicht von jetzt auf gleich. das dauert, da kann mal sein, dass es dann nicht innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten oder einer Stunde ist, sondern mal innerhalb von einem Tag oder 2 Tage ist, wo ich zurückschreiben kann. Ja, aber das kriegen wir alles hin. Also so weit sind wir hin. Nö, nee, noch lange nicht. Deswegen. Wir haben jetzt 20, die erste Hürde ist geschafft. Da steht eine 2 davor. Das ist schön.
Und die bleibt hoffentlich auch davor, steht schon. Und da bin ich jetzt glücklich. Ja, ne, noch schöne restliche Weihnachten übrigens. Es ist ja heute zweiter Weihnachtstag. Ja. Dann hätten wir es geschafft. Dann ist auch mal schon wieder rum, ne? Dann ist schon Feierabend. Und dann ist das Jahr bald schon auch wieder vorbei. Jo, dann können wir 22 schaffen. Mal gucken, ob das Jahr besser wird wie das alte. Hoffnung habe ich. Ich hoff's. Du hoffst, ich hab da keine Hoffnung mehr. Naja, Hoffnung kann man ja haben, oder? Ärgern werden wir euch gleich. Wir werden ja gleich eine Folge Minecraft-Mörder aufnehmen. Haha. Also wenn ihr das seht, wenn ihr das hier seht, haben wir es zwar schon aufgenommen, aber wir werden es hochladen noch. Wie gesagt, das ist kein Minecraft-Server. Wir spielen alle Arten von Spielen. Ja, ja gesagt, bloß wenn ihr Kommentare macht, können wir ja annehmen von euch. Also wie gesagt, das Lumberjack ist auch ein Let's Play von einem, der sich das gewünscht hat. Der ist zwar jetzt leider nicht mehr mit in der Community, aus Gründen, die ich nicht weiß, keine Ahnung, es geht mich auch nichts an. Aber, jo. Das war auch ein Wunsch. War auch ein Wunsch. Haut raus. Und das mit dem Wunsch werde ich auch noch weiterhin mal weitermachen, weil ich habe jetzt so viele Videos davon gemacht, also werde ich den Daniel das jetzt auch zu Ende drehen. Nächsten Monat probieren wir auch mal Call of Duty. Das ist ja die ganze Zeit mein Wunsch, dass das funktioniert. Ja. Weil ich bin so. Aber nicht das neue davon. Leute, weil ich bin eher. Wir sind eher nicht die Fans von Multiplayer-Modus, sondern wir sind eher dann die Fans von den Zombie-Modus. Ja, geil. Und meiner Meinung, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ist denn die besten Zombie, also ich habe das neue Vanguard jetzt nicht gespielt, oder wie das da heißt. Oder Vanguard oder irgendwie so komisch. Ja, so irgendwas. Die das habe ich jetzt nicht gespielt, deswegen kann ich natürlich nicht dafür reden. Aber für die Spiele, wo ich gespielt habe, das ist von Black Ops 1, also eigentlich alle Zombie-Dinger bis auf Vanguard, habe ich gezockt, ist Infinity eins mit der besten. Ja. Natürlich Kino der Toten geht nichts drüber. Ja, das stimmt. Aber das Infinity Warfare, das mit dem Hasselhoff-Map und das am Strand das Ding und das war einfach... Das war geil. Das war mit geil. Dieser komischen Welt, wo dann Grund ist, weil er sich irgendwas inschmeißt. Ja, genau, so in der Art. Und das ist halt einfach dann ein Game, wo wir zocken werden. Jo. Die Mine will unbedingt ein Call of Duty Video droben haben. Und ja, für ein Vibe ist das komisch, aber ich sollte. Und war ich schon immer. Und ich will dann, hab dann ausgesucht, das machen wir, aber wenn dann Vanguard. Und aber dafür muss ich meinen Computer erstmal noch ein bisschen aufrüsten. Weil irgendwie ja, und das kostet jedes, halt dementsprechend. Ja, nee, irgendwie jedes Mal, es geht an sich, funktioniert, ich kann es auch spielen. Nur wenn ich alles mache, OBS plus das aufnehmen plus Discord plus das und das, dann macht die Codierung das nicht mit. Dann kriege ich jedes Mal Codierungseinbrüche und das geht in den roten Bereich. Das ist scheiße. Dann seht ihr nämlich nur Geruckel. Und das ist nicht für euch gut. So. Wie mal Vista 3000, die Düse, mache ich das noch? Holzreiniger habe ich keine mehr. Ja, ich will auch keinen kaufen eigentlich. Haben wir Pech gehabt. Das geht auch. Ich spare ja Geld für den für das große Gerät. Ja, ne? Für das große Gerät sparst du Geld. Oh, ja, muss mein Gerät mal aufrüsten, dass es größer wird, Wäsche. Oh weia. Geht ja schon wieder los. Ja, das darf doch gar nicht wahr sein. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr Silvester so treibt. Ich meine, viel kann man ja nicht treiben. Okay. Mit wem ihr so treibt? Ja, was? Genau. Auch in die Info. Ne, lass nett. Mal. Muss nicht sein. Das wird komisch. Das will ich nicht wissen. Nee. Könnt es gerne machen, aber uns darüber aufklären, das ist dann nicht so. Wir sind da aufgeklärt. Mandra. Ja, definitiv.
Definitiv. Oh, hast du das Baumhaus dreckig gemacht? Ja klar, jetzt bin ich's wieder. Ja. Also, nur weil du dich nicht beherrschen konntest und überall hingeschissen hast, ist doch lange nicht, dass ich hier alles dreckig mache. Hab ich alles mit Ingrip, was denkst du? Ja, bist ja so gern so ein Kotschmierer. Ja, du bist so eine Drecksau, ey. Ja, auf, die Leute denken das doch von mir. Die Leute wissen das. Gar nicht, ey. Doch, die kennen dich. Die wissen ganz genau, was für ein versautes kleines Mädchen du bist. Ja, ne? Ich bin immerhin. Apropos, geht's dir gut? Ja, genau. Deine OP? Ihr könnt zwar den Chat nicht sehen, aber wir hatten letztens beim letzten Livestream, ich weiß nicht, warum der Chat nicht angezeigt wird, obwohl ich das angegeben habe, aber naja. Muss man manchmal nicht verstehen. Manchmal verstehe ich YouTube nicht, ne? Da war einer drin, der hat einen Muskelfaserriss gehabt und ist daran operiert worden. Und hat mit uns aus dem Krankenhaus geschrieben. Und ich hoffe, falls du das hörst, schreib mal, ob es dir gut geht. Wenn ja, ist cool. Ob alles gut gegangen ist, ob deine Freundin mittlerweile davon weiß. Ja, weil er hat nämlich vergessen, seiner Freundin das zu sagen. Er wollte seiner Freundin nicht sagen. Ja, wir wollen ja jetzt weil nicht. Er keine Sorgen ihr macht. Ja, ist ja niedlich, ne? Ja, irgendwie schon. Aber wir Frauen wissen, dass eskalieren. Nee, aber kannst ja mal drunter schreiben, ob alles gut gegangen ist. Würde uns interessieren. Ich habe ja gesagt, wir sind Leute, die wir interessieren uns für unsere Abonnenten. Und, ja. Ja, solange wir noch unsere Abonnenten einsehen können, können wir das auch machen. Ja. Wenn wir irgendwann Wunschdenken natürlich 3-4 Millionen haben, dann. Ach, das wäre schön. Müssen wir da. Dann fress ich einen Besen. Okay, also habt ihr gehört. Schön Abonnieren-Knopf drücken. Dann werde ich natürlich die Mine zeigen, wie sie ein Besen ist. Super. Also es liegt ganz an euch. Wollt ihr die Mine im Besen essen sehen? Dann lasst ein Like da. Ein Abo da. Like natürlich auch. Also. Aber wie gesagt, für den Besen müsst ihr schon abonnieren. Also da geht nichts drüber. Also 1 Million. Und die Mine frisst einen Besen. Ja, guten Appetit. Was machst du, ne? Das sag ich dir. Ist magisch am Besen dran. Das sag ich dir. Ja, reden wir, wenn es soweit ist. Lass ich einen herstellen, den du essen kannst. Ja, das wäre mal. So aus Dick-Pet-Marzipan. Richtig Brocken-Marzipan. Also Marzipan ist ja an sich ein leckeres Ding, aber wenn man das so sagt. Ess ich gar nicht. Also aber wenn man das so sagt, so und dann weiß so einen dicken Flatscher Marzipan, dann kriegt man auch, wenn man Marzipan isst, dann ist man doch so. So. Ich bin gar kein Marzipan. Ja, das weiß ich, deswegen sag ich ja. Ja, das geht gar nicht. Das ist ja Doppelbestrafung. Ja, ist mir egal. Du kannst ja von mir aus wie ein Biber an einem Holz, an einem Stück Holz nagen, aber. Dann nage ich lieber am Holz. Aber ich habe auch eigentlich vorgehabt, dieses Video nicht 4-5 Tage zu machen, bis du mal so ein Stück abgebissen hast. Muss ich meine Zähnchen noch vorher schärfen? Schärfen? Ja. Ich muss immer putzen. Das ist so ein Arsch. Hier fallen sie aus. Ey, Kleine, es fliegt gleich was nach vorne. Das sagst du. Und dann schreist du. Ja, weil ich dir hinterher renne. Dann schreie ich wahrscheinlich. Also irgendwie sagt sie, dass jedes Video, was man gemacht hat, das bis jetzt noch nicht. Ja, weil ich kann es gerne. Sie kann ja gerne was schmeißen. Hat einen Vorteil. Ja, ich krieg einen neuen Computer, krieg neue Bildschirme. Ja, ja. Und ich darf in die Röhre gucken. Na, du hast ja kaputt gemacht. Ich geh auch nicht raus und... Sag, wenn du nicht brav bist, schmeiß ich einen Backstein auf deine Windschutzscheibe. Der macht das einmal, ne? Dann, oh Gott, dann. Sein letzter Atemzug getan. Boah, das nenne ich Liebe. Wir kriegen hier gleich, werden gleich zusammengeschlagen und Morddrohungen kriegen wir hier.
Nein, ja, hallo, wer mal ein Auto zerstört, mutwillig, oder Unfall verursacht, weil er so dumm ist zum Autofahren, ey, den batsch ich direkt, tut mir leid, Leute, da verstehe ich keinen Spaß. Benimm dich, hier wird nicht gebatscht. Ich bin auch eine Person, die hat ihre Hupe sehr gerne. Oh ja. Wenn einer nicht gleich das Gaspedal vorne trifft und die Ampel ist grün, nee. Ah, direkt. Da ich Jasmin hör auf zu hupen, der weiß, dass er grün hat, ist egal. Nee, dann wird er nicht stehen. Nee. Ah ja, wenn man während der Fahrt aufs Handy klopft und nicht auf die Ampel, dann wird das leer. Ich hab's eilig halt, wenn ich unterwegs bin. Ja. Ich hab keine Zeit. Tatort läuft. Nein. Das habe ich noch nie geguckt, ne? Was? Tatort. Ich schon mit meiner Oma früher. Also meiner Uroma, ja gesagt. Dab, 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 dab. Ich hab da wieder Sachen aus unserer Zeit hierher. Oh weh. Denken die auch, was sind das für Bekloppte? Also ihr wissen, dass wir bekloppt sind, also daran liegt's ja nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist ja okay, Geheimnis. Also bitte. Dass wir bescheuert sind, dann machen wir kein Geheimnis. Jo. Wow. Vogel. Ich spritz dich mit meinem Strahl an. Okay. Das ist aber nicht so mein Ding, ne? Nett. Wenn einer Leute mich mit Strahl anspritzt, dann auch steht nicht. Also wenn du drauf stehst auf solche, auf solche Strahlspiele, also dann kein Problem. Nee. Das nächste Mal, wenn ich auf Toilette muss, komme ich dann zu dir. Du bist so ein Schwein manchmal. Ah ja. Du hast doch gesagt, du stehst da drauf. Ach, nimm doch nicht alles so wörtlich aus. Okay, das merke ich mir. Nein, So, jetzt soll ich wieder alles wörtlich nehmen. Ja. Ach Leute, die Mine kann sich einfach nicht entscheiden. Wird sie sich noch entscheiden können, was sie will in ihrem Leben? Nein. Das werdet ihr sehen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dieses Video beende ich jetzt hiermit. Genau. Ihr habt jetzt genug von unserem bekloppten Gesprächen gehört. Ich hoffe, das hat euch nicht geregt zu deabonnieren, sondern zu abonnieren. Sondern zu abonnieren. Wir haben 20. Das ist schon mal gut, aber wir wollen ja mehr. Ja. Und ich begrüße ja natürlich nicht nur meine, die neuen Abonnenten, sondern alle, die den Kanal abonniert habt. Ein riesen Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dass wir in der kurzen Zeit, also für uns kurze Zeit, was wir es nicht, ist eine kurze Zeit im Endeffekt. Was wir nicht mitgerechnet haben, jetzt schon 20 Abonnenten haben. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir hier rumkrutzen mit 5. Ich habe also mit sehr, dass wir so 4-5 Monate lang rumkrutzen mit so 4-5 Abonnenten und jetzt haben wir schon 20, also von da sind wir richtig stolz drauf. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei seid und auch fleißig unsere Videos guckt. Und an die Leute, die meine Videos gucken und noch nicht abonniert haben, das sind ja auch sehr viele, die das Videos trotzdem schauen, aber nicht abonnieren. Nehmt euch einen Ruck, abonniert den Kanal. Ihr müsst ja nicht das Glöckchen unbedingt abonnieren, wenn ihr es doch. Ja, wir sind wollt. Ja jetzt nicht so, die, dass ihr unbedingt das Glöckchen aktivieren müsst. Ich habe auch Leute abonniert, wo ich jetzt nicht nur das Glöckchen aktiviere. Also deswegen. Es wäre besser, wenn, weil dann kriegt ihr immer schön direkt angezeigt, was wir machen. Aber wir sind auch glücklich darüber, dass ihr uns unterstützt mit eurem Abo von da aus. Ja, deswegen. Und spreche ich jetzt. Wir heißen euch herzlich willkommen. Lasst ein Like da, ein Abo da, Glöckchen aktivieren, wenn ihr das wollt. Oder nicht, es liegt an euch. Und bis dann. Mach's gut. Tschüssi. Auf Wiedersehen. Noch schöne Feiertage, Weihnachtstage. Genau, Wiedersehen. Tschüss. Schon wieder unterbricht sie mich. Schlimm. Sorry. Ach, das wird immer schlimmer.